Hallo ihr Hübschen, also jetzt geht's wieder um die 365 Questen Channel für 2018 und ich habe den April hier, die Aprilfrage und werde sie jetzt für euch beantworten und das ist eine Kooperation wie immer und die Links der anderen YouTuber-Teilnehmer sind natürlich unten in der Box verlinkt. So, wir haben Ende April und ich beantworte alle Fragen runter. Wie jeden Monat, denn, ja, es ist halt so. Ich meine, ich könnte es auch täglich machen, aber es ist einfach nicht bei mir so drin. So, erstens, hast du heute jemanden zum Lachen gebracht? War es absichtlich? Ich bringe mich selbst immer gerne zum Lachen und ansonsten mein Schatzi. Und ob das absichtlich war oder einfach so, das kann man so nicht mehr sagen. Zweitens, was macht dich traurig? Was mich traurig macht, ist Krieg, Hass, Neid oder Beurteilung, Verurteilung, über einen Reden, der nicht anwesend ist oder über einen Reden, wo man meint, die Person zu kennen und persönlich sogar oder auch seine Seele zu kennen und eigentlich die Seele gar nicht kennt, sondern einfach nur über ihn herzieht und verurteilt, beurteilt und ihn einfach hin und wieder schlecht macht. Sowas ist sehr traurig. Das macht mich sehr traurig zu lesen, zu hören, zu sehen. Ja, wie auch immer. 3. War der heutige Tag typisch? Warum nicht? War der heutige Tag typisch? Was ist denn typisch an einem Tag? Also mein Tag ist immer typisch, so wie er ist. 4. Wem vertraust du am meisten? Mir selbst und mein Hund, sowie mein Schatzi. Und ansonsten, ja, mir selbst. 5. Was ist deine nächste große Diadline? Wofür? Was? Diadline. Was ist das denn? Hallo? Was steht da? Große Diadline. Deadline ist Englisch, ne? Was ist das denn nochmal? Keine Ahnung. Wofür? Was denn? Deadline. Für was brauche ich eine Deadline? Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Tut mir leid. 6. Was hast du heute gefrühstückt? Wasser und ein Smoothie. 7. Bereust du etwas heute? Was soll ich heute bereuen? Keine Ahnung, tut mir leid, weiß ich nicht. 8. Wie hast du Kunst deinem Tag hinzugefügt? Was für Kunst? 9. Macht mich glücklich. Ich mache mich glücklich. 10. Wann hast du das letzte Mal getanzt? Gestern, heute, also ich tanze für mich gerne selbst alleine hier. So, ich habe mir ein bisschen Tanzfläche gemacht da hinten, ne? Ein bisschen freigeräumt, so. Ein paar Kisten weg zur Seite, kann ich jetzt hier ein bisschen rumtanzen. 11. Liste die Leute auf, mit denen du lebst. Ich und mein Schatzi. Aber in einer Wohnung oder in einer Partnerschaft, mit denen ich lebe. Also ich meine, meine Wohnung habe ich hier noch alleine. Und irgendwann bin ich dann mit meinem Schatz zusammen. So. 12. Welche Ängste hattest du heute? Keine Ängste. Ich habe keine Angst. Ich habe nur Respekt vor irgendwas. Aber ich hatte auch keinen Respekt irgendwie. War da nichts so... Was man so ängstlich sein kann. 13. Was hast du vergessen? Was habe ich vergessen? Ich vergesse ständig irgendwie was. Deswegen denke ich auch manchmal, ich habe Alzheimer-Demenz. Aber dann denke ich mir, ach nee, so alt bist du ja noch gar nicht. Und ich habe manchmal einen Kopf wie ein Sieb und muss mal aufschreiben. Denke ich, aber ich bin ganz gut dabei, das ganze Vergessen, was ich immer zwischendurch vergesse,
mich daran zu erinnern, erstens, und zweitens, irgendwie so zu machen, so wie früher, dass ich zwischendurch mit mir selber rede, ja, und sage, ach, ja, das wollte ich noch machen, ja, genau. 14. Was ist dein Lieblings-TV-Show? Was ist deine Lieblings-TV-Show? Meine Lieblings-TV-Show, tut mir leid, ich gucke kein TV. So. 15. Ich glaube, dass ich witzig bin. 16. Wen hast du zuletzt geküsst? Wen hast du zuletzt geküsst? Mein Schatzi. Und ansonsten mein Hund. 17. Was hast du heute getragen? An Kleidung oder an Dings? Das kann ich nicht sagen. Also ich habe, dies habe ich getragen. Und ansonsten habe ich vielleicht den Wäschekorb zum Wäscheständer getragen. So. 18. Was testet dich? Es gibt so komische Fragen hier in dieser Liste, wo ich denke, was testet dich? Wer testet mich? Was testet dich? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Was soll das? Was sollen diese komischen Fragen? Was für ein Test? Ich teste mich gerade selbst mit dieser Frage. 19. Was ist das Älteste, das du heute trägst? Also doch die Kleidung? Weiß ich nicht. Die Unterwäsche. Aber ich meine, meinst du das Älteste, was ich schon länger getragen habe? So, das ist eine Woche in Anführungsstrichen, oder was ich schon lange im Schrank habe. Also ich meine, meine Kleidung ist doch das Älteste, was ich habe. Weil ich habe mir jetzt nichts Neues gekauft, nur um das Video zu machen. Also komisch. Sehr komisch, Leute. Diese Frage ist auch ein bisschen, naja, kann man sich, bildet eine Meinung selbst. 20. Liste 5 Dinge auf, die du heute getan haben solltest. Aufstehen, Zähne putzen, habe ich Zähne geputzt? Oh, schade, da habe ich vergessen. Mit dem Hund gehen, essen, habe ich das schon gesagt? Ist egal. Und danach wieder schlafen gehen. So. 21. Wo hast du die meiste Zeit deines Tages verbracht? In der Natur. Dein Lieblingszitat: Musik tut einem jeden gut und gibt jedem Mut. Das ist mein Zitat. 23. Um wen hast du dir heute Sorgen gemacht? Um keinen. 24. Warst du heute kreativ? Inwiefern? Ich bin doch immer kreativ, Leute. Ich mache kreative Videos zwischendurch. Ich mache kreatives Chaos in meiner Wohnung. 25. Was ist der nächste große Einkauf, den du machen musst? Den normalen Lebensmitteleinkauf. 26. Was ist der Grund, welcher dich das letzte Mal zum Weinen gebracht hat? Ich glaube, dass ich die Gedanken immer an so Menschen habe, oder nicht nur Menschen, sondern auch Tiere oder auch meine Sternenkinder zum Beispiel. Dann weine ich halt, wenn ich daran mal kurz zwischendurch denke und denke, ach, was eine schöne Zeit, zum Beispiel eine Freundin, die sich selbst umgebracht hat, wo ich manchmal zurückdenke und sage, ach, wir hatten eine schöne Zeit, schade, dass du weg bist. Jetzt muss ich mal ein bisschen darüber weinen und auch ein bisschen lachen. Ja. 27. Heute war es hart, weil... Oh, mir ist so hart. Das Bett war vielleicht hart, aber sonst war alles leicht. 28. Auf wen bist du eifersüchtig? Oh ja, Leute, ich wurde letztens eifersüchtig auf die Ex meines Schatzis. Irgendwie hat es mich betrieben. Ich hab gedacht, was ist jetzt mit mir los? Naja, ich war aber und war wirklich eifersüchtig und hab dann, naja, egal. Das darf auch wieder gehen. 29. Wohin möchtest du als nächstes gehen? mit meinem Hund spazieren? 30. Was hast du heute gelesen? Diese Fragen hier. Und hab mich da, hab gedacht, ja, naja. Naja, Leute. Es war sehr schön. Ich hoffe,
es hat euch etwas gefallen. Ansonsten schaltet bei den anderen rein und guckt, was sie geantwortet haben. Vielleicht sind diese Antworten spannender gewesen als meine. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit und lasst es euch nur gut gehen. Ciao.